Leni Klum, das Nachwuchsmodel die Hüllen fallen. Leni Klum, 18, ist im Model Olymp angekommen. Mit ihrer Natürlichkeit und froher Natur. Die sie eindeutig von Mama Heidi Klum, 49, geerbt hat, begeistert die Fans und Kunden. Von ihrer natürlichen Seite zeigt sich das Nachwuchsmodel nun auch in einem neuen Schnappschuss, den die Make-up-Artistin Eschka Holm auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilt. Darauf zu sehen ist Leni lediglich in einem hautfarbenen BH und einer hellblauen Jeans. Ihre Hände hat sie schützend über ihren Brüsten gekreuzt, während sie lasziv in die Kamera blickt. Weniger ernst ging es offenbar bei dem Shooting zu, bei dem die sexy Aufnahme der Klum-Tochter entstanden ist. Es wurde viel gelacht und Make-up-Erinnerungen geschaffen, schreibt die Stylistin dazu und verlinkt die 18-Jährige. Die antwortet in den Kommentaren mit einem: Ich liebe dich. Bei Eschka Holm ist Leni in guten Händen. Immerhin ist sie auch für die Make-up-Looks von Stars wie Megan Fox, 36, Ariana Grande, 29, oder Khloe Kardashian, 38, zuständig und legt auch bei Heidi Klums Gesicht Hand an. Dirk Nowitzki, 44, hat als Profi-Basketballspieler einige Erfolge erzielt, bevor er seine Karriere im April 2019 beendete. Seitdem führt der Sportler im US-Bundesstaat Texas ein recht zurückgezogenes Leben mit seiner Frau Jessica Olson und den drei gemeinsamen Kindern Malaika, 9, Max, 7, und Morris, 6. Ab und zu zeigt sich Nowitzki aber doch mit seiner Liebsten in der Öffentlichkeit, wie jetzt. Am 13. März besuchte das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, das Tennisturnier BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien. Gemeinsam sahen sie sich das Match zwischen Talon Greekspor und Carlos Alcaraz an. Mit dabei hatten sie Dirks guten Freund, den ehemaligen Basketballer Steve Nash, 49, sowie eine Frau, deren Identität nicht bekannt ist. Während des Spiels tauschten sich die vier immer wieder über die Geschehnisse auf dem Platz aus. Scheint, als hätten sie eine Menge Spaß gehabt. Alessandra Meyer-Wölden lässt es krachen. Anlässlich ihres 40. Geburtstags am 14. März hat die Schmuckdesignerin Familie und Freunde zu einem wilden Partymarathon nach Paris eingeladen. Auch Ex-Comedian Oliver Pocher, 45, und Ehefrau Amira Pocher, 30, sind mit von der Party. Und die Aufnahmen beweisen, Patchwork kann wundervoll sein. Das Ex-Paar Alessandra und Oliver zeigt sich innig miteinander und posiert Arm in Arm. Auch Amira wirkt auf den Fotos mit ihrer Vorgängerin vertraut. Zu ihren jüngsten Bildern schreibt die fünffache Mutter, bezogen auf das erste Foto, auf dem Pocher die beiden Frauen umarmt, zwei Engel für Ed Oliver Pocher, aber die Kinder sind die größten Gewinner. Abschließend fügt sie zwei herzlichen Emojis und den Hashtag Patchwork hinzu. Damit macht die Influencerin ihrem Ex ein liebevolles Kompliment als Vater. Alessandra und Oliver waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung zog das Model in die USA. Mit Amira hat der Comedian ebenfalls zwei Kinder. Das Verhältnis zwischen seiner Ex und seiner aktuellen Frau war nicht immer derart harmonisch. Erinnert sich der 45-Jährige, es habe 2 bis 3 Jahre gedauert, bis die Beziehung zwischen Alessandra und Amira eine so tolle Ebene erreicht habe. Die wilde Partysause in Paris wird also mit Sicherheit nicht die letzte gemeinsame Feier von Alessandra Meyer-Wölden und den Pochers gewesen sein. Am 19. Dezember 2022 haben sich Mats, 34, und Kathy Hummels, 35, scheiden lassen. Seitdem zeigen sich die beiden, die gemeinsam Sohn Ludwig, 5, haben, dennoch häufig zusammen in den sozialen Medien. Denn verfeindet ist das ehemalige Paar keineswegs. Im Gegenteil, der Fußballer und das TV-Gesicht schätzen die gemeinsame Zeit, die sie hatten, und wollen weiterhin als Eltern gut funktionieren. Das stellt die Moderatorin nun erneut unter Beweis.
In ihrer Instagram-Story postet die 35-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Ex-Mann. Gut gelaunt grinsen sie in die Kamera, während sie mit den Händen Peace-Zeichen machen. Geschieden, aber immer noch cool miteinander, schreibt Kathi dazu und verrät, dass das Foto von Ludwig aufgenommen wurde. Wie schön! Yates Agassi, Tochter der Tennislegenden Steffi Graf, 53, und André Agassi, 52, wurde der Sport in die Wiege gelegt. Profisportlerin wie ihre Eltern möchte die 19-Jährige allerdings nicht werden. Sie hat zwar lange Zeit Hip-Hop getanzt und sogar einige Turniere gewonnen, aber eines Tages sagte sie sehr direkt, ich sehe darin kein Endspiel, erinnerte sich ihr Vater. Dafür zeigt die junge Frau auf Instagram, was sie hat. Die 19-Jährige veröffentlicht in ihren Stories regelmäßig Schnappschüsse in sportlichen Posen. In ihrem Feed hält sie sich allerdings bedeckt. Gerade einmal 7 Posts hat Yates Elle abgesetzt, die sie unter anderem am Pool, im Fitnessstudio oder beim Skifahren zeigen. Die 19-Jährige scheint die Story-Funktion zu bevorzugen, bei der Bilder sich schnell wieder löschen. In ihrer jüngsten Story präsentiert sie ihren Fans ihre durchtrainierte Kehrseite. Das Ergebnis zeugt von langem, hartem Training. Die Anlagen für ihre sportliche Figur hat sie bestimmt von ihrer Mutter mitbekommen. Für Kathi Hummels, 35, hat nach der Scheidung von Mats Hummels, 34, ein neuer Lebensabschnitt begonnen, zu dem auch ein Umzug gehört. Zusammen mit Sohnemann Ludwig, 5, wird die Moderatorin schon bald das einstige Familienheim verlassen und sich ein neues Wohlfühlhaus einrichten. Wie sie ihren Fans im Netz verrät: Im April starte ich so langsam, denn dann bekomme ich offiziell die Schlüssel, schreibt die Moderatorin in ihrer Instagram-Story und betont, es ist zwar unfassbar viel Arbeit, aber mein Ziel ist, mein Wohlfühlhaus für Ludwig und mich. Auf diesem Weg will Kathi ihre FollowerInnen nun mitnehmen. Wenn es um die Liebe geht, scheint Moderatorin Silvia Mais, 44, einfach kein Glück zu haben. Anfang März hat die Moderatorin die Trennung von ihrem Mann Niklas Castello, 44, bekannt gegeben. Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen, gab das Paar in einem gemeinsamen Statement ab. Einer, der immer an ihrer Seite bleibt, ist Sohn Damian. Und da es den 16-Jährigen seit über einem Jahr nur noch im Doppelpack mit seiner Freundin Victoria gibt, hat Silvia kurzerhand 2 Schultern zum Anlehnen. Wie vertraut die Moderatorin und ihre Schwiegertochter in Spe inzwischen miteinander sind, beweist ein Beitrag auf Instagram. Weht my kiddos, schreibt die 44-Jährige zu 2 Fotos, die sie mit den beiden Teenagern zeigen. Vor allem die 2. Aufnahme dürfte Fans begeistern, denn Silvia und Victoria zeigen sich innig wie nie. Das sorgt bei einigen UserInnen für fragende Gesichter. Hat sie jetzt auch eine Tochter? Will eine Followerin wissen. Doch das Missverständnis wird schnell aus dem Weg geräumt. Nein, das ist die Freundin von Damian, reagiert ein Fan prompt. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle: Instagram.com, Imago Images.de.